Hallo, hallo, Captain Quark meldet sich wieder zum Dienst. Wir sind heute unterwegs mit Ratchet und Clank und werden versuchen, die Gehirne hier entsprechend zurückzuerobern. Es gibt noch viele, viele Gehirne. Da unten sehen wir einige Exemplare und ich habe keine Ahnung. Ach so, da hinten. Da müssen wir hin. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal hier runter. Hallihallo. Nehmen wir die Schmelzgranate. Bumm. Ich als Captain Quark sitze hier nur und steuere mit dem Gamepad. Die Arbeit tut aber nur Ratchet. Ich meine, natürlich ich. Oh, was ist denn hier los? So, und wir hören auch auf mit dieser sehr geilen Stimme. Ich hoffe, dass sie der Stimme von Captain Quark irgendwie ähnlich ist. Ja, ich beherrsche die ein oder andere Stimme. Zum Beispiel auch von... Jawohl, sehr schön. Ach je, also das Gebiet ist ja riesig hier. Ich frage mich, ob man hier irgendwas Besonderes nochmal bekommt, wenn man wirklich alle Gehirne entsprechend sammelt, die es hier gibt. Ich glaube, es sind einfach viel zu viele. Wenn ich jetzt mal tippen müsste, würde ich auf 50 setzen. Natürlich würde ich nicht um Geld wetten. Oh. Oh, jetzt hat der eine mich aufgehalten. Ja, das wissen wir aber. Bam. Kurz hier alles geholt. Und... perfekt. Hallöchen. Mr. Zurkon kann nicht zerstört werden. Ach stimmt, hier können wir eigentlich auch hochfliegen. Müssen wir vielleicht gar nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, direkt schon mal Schaden bekommen. Ach, herrje. Gibt es hier so eine Aufladestation? Da hinten, oder? Ich hoffe es auf jeden Fall mal. Ansonsten bleiben wir wirklich irgendwann irgendwo hier stecken. Und dann, ja, haben wir ein Problem. Ey, sag mal, der trifft mich hier, oder wie? Okay, komm, jetzt. Ach, da oben kann man auch auf der Plattform... Ich guck mal, ob wir da irgendwas Cooles haben. Oh ja, Kisten auf jeden Fall schon mal. Ja, gut. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, irgendwann kommen wir nochmal nach Gaspar zurück. Oh, der Groovitron. Oh, ich kann noch fliegen. Haha. Jawohl. Puh. Da hinten geht's weiter. Da gibt's auch eine Nachladestation für unser Jetpack. Aber wir bräuchten auch mal Leben wieder. Okay, hier wechseln wir mal die Waffe zu... Was ist denn ganz stark? Ja, ich glaube, das wird gegen ihn am besten helfen. Okay, gut. Wir haben zwar kaum noch Leben, aber... Oh nein. Ja, bräuchten wir wirklich. Nur habe ich das Gefühl, dass wir das nicht finden werden. Ach, herrje. Okay, ich würde sagen... Wir sehen uns später wieder. Okay, kommt. Ich sag mal so. Wir haben jetzt eine extrem lange... Gut, nennen wir es Hexenjagd. Hinter uns. Wir gehen mal zurück. Und dann gucken wir mal, was wir mit... Ich weiß gar nicht, warum wir... Genau, wir überhaupt das jetzt machen gerade. Ich glaube, wegen einer neuen Waffe, oder?
Also, wir haben schon längst genügend Gehirne, also können auch direkt schon zurückgehen. So, hier erstmal alle ausschalten. Du lebst ja noch. Nö, 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 nö. So will ich das aber nicht sehen. Okay. Gut. Oh Mann, das ist gefährlich. Ha, wir haben einen Mr. Sokon. Nein! Gut, damit machen wir auch nochmal ein bisschen Schaden. Und... nochmal runter. Und jetzt... wechseln wir mal die Waffe. Oh, ich habe ja nichts Gutes mehr dabei. Oh ja. Yeah. Gut, 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 gut. Der Groovitron. Er kauft uns so ein bisschen Zeit. Also ich würde schon gerne irgendwas noch dabei haben, was sinnvoll ist. Ja, okay, komm. Dann ist das Aufleveln mal egal. Machen wir es einfach mal so. Uiuiui, drei Leben. Also würde ich komplett aufs Aufleveln verzichten, dann würde das easy klappen. Okay, den einen da haben wir ausgelassen. Beim Rest haben wir jetzt vorbeigeschaut. Okay, dann würde ich sagen, wir fliegen jetzt einfach mal hier hin. Da gibt es Leben. Oh Mann, ich sehe es schon. Ach, gutes altes Leben. Ah, und hier gibt es auch noch Gehirne. Schön. Oh, geil. Holo-Kartenpack erhalten. Yes. Puh, und hier fühlt man sich gleich wieder sehr wohl. Wenn man hier plötzlich wieder, ja, bei Kräften ist. Eieieiei, 33 Leben, endlich wieder. Und wir haben 47 Gehirne eingesammelt, also... es dürfte weitaus mehr als nur 50 geben, wie ich ursprünglich angenommen hatte. Oh, oh, hallo. Ihr seid ja wieder da. So, einfach mal fürs Aufleveln. Und hier sind wir wieder. Die Telepathobus-Armee gehört so gut wie mir. Hier ist dein Infobot. Denk dran, du hast ihn nicht von mir. Guten Abend, liebe Blau. Vorsitzender Drake hier. Mit Neuigkeiten zu unserer Suche nach einer neuen Heimat. In den nächsten Tagen bemerkt ihr womöglich gesteigerte Blag-Aktivitäten in der Galaxie. Das mag vielleicht die Schutztruppen alarmieren, ist aber unbedingt nötig, um unseren Erntern einen sicheren Transportweg zu gewährleisten. Paradebeispiel, das Sternwacht-Abwehrgeschütz auf Batalia. Diese Boden-Alt-Ionen-Kanone schützt die Galaxie schon vor Invasionen, seit wir erstmals unter die Erde fliehen mussten. Ist sie erst außer Gefecht? Kann unser ruhmreicher Plan fortgeführt werden? Es laufen bereits Vorbereitungen, also keine Angst. Zieht es durch, etc. bla 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 bla. Sind die Sternwacht und ihre umliegenden Truppen erst eliminiert, beginnen wir mit den letzten Phasen meines Plans. Ach du liebes bisschen. Okay, die Waffe gilt es auf jeden Fall zu schützen. Dass Drake das Sternwacht-Abwehrgeschütz zerstört. Meinen Aufzeichnungen nach befindet sich die Kanone auf Batalia. Hoffentlich sind wir noch nicht zu spät. Falls du an etwas Arbeit interessiert bist, ich bezahle eine gute Belohnung für jedes der noch übrigen Herde in dieser Gegend. Findest du sie alle? Gibt's sogar noch einen Bonus obendrauf? Ja, und das will ich ja auch eigentlich machen. Also, das Ding ist... es sind ja jetzt nicht mehr viele. Die Frage ist, es sind 60 insgesamt. Ich habe etwas für dich. Plasmastürmer. Ich würde sagen, wir rüsten mal ganz kurz. Also wir müssen auch so ein bisschen daran denken, dass wir natürlich
nicht nur auf die geilen Waffen gehen, sondern dass wir auch irgendwie ein bisschen mehr Schaden machen. Ich würde sagen, wobei hier, das ist ja eigentlich ganz cool, wenn wir hier zusätzliche Munition haben, dann würde ich sagen, wir schalten hier direkt 3 Effekte frei. Geht das? Jawohl, das geht. Perfekt. Geheimnisvolle Aufrüstung freigeschaltet. Die Gebrauchsanweisung für diese illegale Modifikation behauptet, dass Störungen ausgenutzt werden, um gelegentlich Lebensenergie-Pickups zu spawnen, wenn Gegner besiegt werden. Was auch immer das bedeuten soll. Ja, das bedeutet wahrscheinlich, dass wir Lebenspakete zurückbekommen. Jawohl, das ist richtig gut. Okay, gute Aufrüstung. Pseudospektrale Bioskop erkannte Schwachstellen des Gegners, aber war ja auch in der Lage, sie zu treffen. Oh. Also ich würde trotzdem nochmal sagen, kommt, wir begeben uns nochmal auf Hirnjagd. Ich muss sagen, das macht einfach Spaß. Das sind einfach sehr coole Zwischenbosse gerade. Und ich habe einfach mega Lust gerade, hier die ganzen Hirne einzusammeln. Und ich möchte wissen, was das für eine Belohnung genau ist. Da haben wir ja schon die nächsten 2. Und wir können die Waffe direkt austesten. Boah. Boah, okay, okay, okay. Gegen die hier ist es nicht geeignet. Oh. Okay, die erste Seite ist schon voll. ...29 Gehirne eingesammelt. Ja, was mache ich denn zum Beispiel, wenn mir hier mal der Sprit ausgeht? Puh. Okay, gut. So. Ab nach oben hier. Was gibt's denn hier nochmal? Auch ein paar Drachen zu bekämpfen. Oh, habe ich den Groovitron ausgerüstet? Oh, habe ich gar nicht gemerkt. Okay, ganz kurz. Die Waffe ersetzen wir. Okay, hier ging es weiter. Und ich glaube, da hinten gibt es... Oh Mann, da gibt es auf jeden Fall schon mal Drachen. Sieht vielversprechend aus. So, ich verspreche aber, wir machen in der nächsten Folge definitiv weiter mit der Quest. Also mit der Story. Oh Mann. Oh mein Gott, wie viel Schaden das Ding macht. Oh, Vorsicht. Ja, da geht sogar der Typ hier auf Distanz. Ah, oh, keine Munition mehr. Okay, gut. Dann nehmen wir... Ja, das merkt er natürlich auch, oder wie? Okay, schnell runter. Oh, 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 oh. Gut, Verpixler. Und... Jetzt gib mir ein Lebenspaket, bitte. Oh, neue Karten. Sehr schön. Ach, die haben wir schon länger nicht mehr gecheckt. Gucken wir nochmal ganz kurz nach. Oh, 5 Karten haben wir direkt. Und hier sogar noch mehr. 9 Stück. Meine Güte, wie viel haben wir denn hier? Das ist ja saumäßig viel. Hier, der Zeitrepulsor. Karte umdrehen. Eine flintenähnliche Waffe, die Gegner zurückschlägt. Sie verwendet Quantenenergie, um ihrer tödlichen Munition noch größere Wirkung zu verleihen. Und hier haben wir die Zorkon-Familie vollständig. Und wir haben 4 Duplikate. Hier haben wir den Jägerwerfer, die Blitzhydra. Gruppen fließender Gegner. Tesla-Geschütze. Meine Güte, was da alles noch kommt. Aber ich möchte eigentlich auch nicht alles gespoilert bekommen durch die Karten. So,
Den gucken wir nochmal ganz schnell weg. Okay. Die Frage ist, gibt es da hinten irgendwas oder ist es eine Sackgasse? Moment, es gibt doch eine Karte, oder? Ja, es gibt eine Karte. Sehr schön. Und hier sehen wir wahrscheinlich auch, wo wir schon mal waren und wo nicht. Kann ich mir auch so einen kleinen Levelpunkt hinsetzen? Okay, hier links rum müsste es irgendwo was geben. Da, ich sehe es schon. Einfach jetzt noch geradeaus, genau. Da haben wir es. Und hier nochmal kurz aufladen und dann geht's rüber. Da gibt es auch schön Lebensenergie. Ah, hier nochmal alle... Ja, der bekommt ein paar Schläge ab und das war's. Tschüss. So. Oh, da unten ist ja schon direkt der nächste. Eieiei, das Gebiet habe ich ja komplett übersehen. Und es liegt total zentral. Okay, gut. Dann würde ich sagen, ich gucke erstmal, ob mich die Drachen dort angreifen werden. Okay, ich glaube nicht. Falls ja, ihr seid doof. So, Moment, ich probiere mal was aus. Die ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht in Sachen Schaden. Aber wenn der Gegner ganz oben, also recht weit oben ist, ein paar Millimeter auch nur, wird's schwer. Komme ich da rüber jetzt? Ja, jetzt wird's wieder schwierig, ne? Jetzt wird's wieder schwierig. Jetzt müssen wir hier runter. Okay, gegen die bräuchten wir definitiv so ein bisschen was vom Jetpack. Jawohl! Und direkt ein Levelaufstieg. Das läuft ja wirklich alles wie geschmiert. Ja, okay, wenn es nur noch dieses kleine Bereich ist. Ja, ihr merkt, meine Deutschkenntnisse sind gerade auf dem Höhepunkt meiner absoluten Let's Player-Karriere. Was ich sagen wollte, wenn dieser Bereich so klein ist doch, ich hätte gedacht, dass es viel ausufernder wäre, dass man irgendwie ganz weit reisen müsste. Aber wenn es sich wirklich hier alles so in den Bereich konzentriert, können wir das eventuell ja auch so alles machen. In dieser Folge. Oh nein. So, Moment. Waffe wechseln. Die hier möchte ich, die Protonentrommel. Die ist für nervige Bodengegner ganz gut. Okay. Da unten. Okay, ganz kurz wieder. Protonentrommel und bam. Ja, die kann man auch eigentlich irgendwo hinschießen und dadurch diese Einzelgehirne bekommen. Oh, du bist ja noch am Leben. Das gibt's doch nicht. Ja, gibt's auch nicht. Okay, jetzt wird's lustig wieder. Oh Mann. Oh Mann. Du hast echt stinkenden Atem. Das hat mir jetzt sehr viel Leben abgezogen. Oh Mann, warum tanzt du denn nicht? Mag wohl keine Musik. Aber damit hätten wir tatsächlich jetzt mittlerweile 43 Gehirne gesammelt. Oh, die Plattform dreht sich hier.
Oh, okay, 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 okay. Da bräuchten wir nochmal kurz. Okay, die ist aus. Jawohl, kommt, tanzt alle ab. Da kommt noch ein Einsamer. Tut mir leid. So, jetzt nur noch 15. Und wir gucken noch mal ganz kurz auf die Map. Hinter uns ist noch ein Areal, das wir gar nicht besucht haben. Oh ja. Hey! Oh, Kristalle. Saumäßig gut. Ach, und hier. Na, komm, fall runter. Okay, nochmal ganz kurz runter hier. 47 haben wir jetzt. Auf zum nächsten Gebiet. Jawohl, ein Mr. Zugon! Meine Güte. Den spare ich mir aber für den nächsten Boss auf. Eieiei. So, ich nehme mal jetzt die Waffe. Ihr nervt mich alle ein bisschen zu sehr, deswegen nehmen wir die Waffe, die wir bis jetzt am meisten aufgerüstet haben. Oder komm, wir nehmen wieder die Schmelzgranate. Haben wir nicht mehr. Also keine Munition mehr. Oh, wo kam der denn her? Ja, das hat echt ein bisschen wehgetan. Das hat sogar ich gespürt. Hey. Also, ich hoffe, dass... Ach, da hinten haben wir was. Juhu! Okay, nochmal ganz kurz die Map aufgerufen. Wir gucken mal in die Richtung und wir sehen rechts von uns gibt es noch eine kleine Plattform, auf der wir noch nicht waren. Ach, hallo! 51. Okay, jetzt wollen wir es aber auch wirklich komplettieren. Jetzt habe ich ja echt Lust drauf. Okay, direkt hinter uns, aber hinter unserem Spielcharakter. Ach, hier. Ah, gut. Da wäre ich jetzt... Das hätte ich jetzt übersehen. Okay, und jetzt wieder... Moment, wir gucken in die Richtung. Und jetzt drehen wir uns mal in die Richtung. Ist das so richtig? Nein, ein bisschen weiter rechts. So rum. Jawohl. Und da hinten soll es anscheinend weitergehen. So, und ich spare definitiv so ein bisschen was an Treibstoff, damit wir hier natürlich die Umwelt nicht so sehr verschmutzen. Das ist klar. Ah! Och nö. Nein! Och Gott, wie blöd. Oh Mann. Da überlebt man so viele Gegner und am Ende... wird man durch ein einfaches Dingens hier ja besiegt. Ja, blöde Sache. Gibt's hier eine goldene Schraube? Nee, sah nur so aus. Okay, von hier aus wieder rechts. Okay, ich könnte mir noch vorstellen, dass wir so ein kleines Bossvieh hätten. Ansonsten wüsste ich nicht, wo genau die hier jetzt 7 Hirne hingequetscht haben. Oh Mann.
Okay. Nochmal kurz geschaut. Sorry, dass ich so oft die Pause betätige, aber ich muss mich ja auch daran orientieren. Okay, hier nochmal ganz kurz unten landen. Ist auch gar nicht mal so schlecht, um hier kurz nochmal das Leben zu checken. Ach, ich glaube, hier waren wir gerade eben. Da sind wir in die Lava gefallen. Oben. Wobei, hier oben waren wir noch nicht. Da hinten geht's auch noch weiter. Okay, gut. Wir haben den Durchblick. Ich schaue mich währenddessen immer wieder um. Da gibt's wieder so ein Gehirn. Okay. Oh. Was? Wer, wie, wo? Ach so, Feuer. Ah. Okay, gut. Lava ist trinkbar, aber nur einmal. Sollte man lieber nicht ausprobieren. Definitiv nicht. Okay, 4 Gehirne haben wir noch übrig. Jetzt wird's schwierig. Jetzt werden die tatsächlich nicht auf der Karte markiert. Der Soundeffekt ist cool. Okay, ich könnte mir vorstellen, hier gibt es noch irgendwo einen dieser Zwischenbosse. Ich wüsste einfach nicht, wo die hier wieder 4 Gehirne hingestellt haben. Ich schaue mich hier gerade auch um. Und sehe, dass ich nichts sehe. Hier sind wir wieder bei der Drehplattform, aber ansonsten... Ach so. Das ist ja natürlich clever. Okay. Ich glaube, ich weiß, was uns noch fehlt. Okay, ich würde sagen, ich weiß... also ich denke mal, dass wir da irgendwo in den südlichen Teil der Karte müssen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht Norden und Süden verwechselt habe. Auf jeden Fall dorthin, wo wir nichts hatten. Hier sind jetzt entsprechend die Schienen. Hier können wir ganz kurz alles auffüllen. Auch hier. Und dann geht's beim nächsten Mal hier weiter. Mal gucken, ob wir da dann die letzten Gehirne haben. Und darüber hinaus hätten wir dieses Areal dann tatsächlich komplettiert. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal bei Ratchet & Clank. Haut rein!